Ja, das war das passende Thema. Wollt ihr uns verarschen? Kurz vor der Wahl. Jetzt hängen ja überall die wunderschönen Plakate mit allen möglichen interessanten Sprüchen. Das Beste war heute von Aydan Özkuz, meiner Bundestagsabgeordneten aus Wandsbek. Stand außer ihrem Namen gar nichts drauf und ein Foto von ihr. Tolles Statement, finde ich. Verspricht sie wenigstens nicht von vornherein schon irgendwelche Lügen. Ansonsten, ja, was ich da so zu lesen gekriegt habe, passte wirklich total zu unserem Titel hier. Wir haben ja in Hamburg noch ein paar andere Möglichkeiten, haben wir ja festgestellt. Wir haben eine Brigitte. Brigitte Vollmers, die als Direktkandidatin in Altona unterwegs ist. Also Altona hat tatsächlich mal eine richtige Wahl. Die können einen Menschen mit einer Idee auf dem Listen, also auf dieser ersten Liste, direkt ankreuzen. Es wäre super toll, aber total verrückt, wenn die Brigitte das schaffen würde, denn da stehen natürlich außer ihr noch die Pappnasen von den 6 großen Parteien drin. Und nur diese Pappnasen von den 6 großen Parteien werden in diesen öffentlichen Zeitschriften auch vorgestellt. Die kleinen, die sowieso keiner kennt, die werden da doch nicht vorgestellt. Also wenn man dann nicht irgendwie ein bisschen publik macht, dann ist man erst wahrscheinlich, wenn die Leute wirklich den Wahlzettel sich durchlesen, dann sehen die das erst, dass es da auch einen Direktkandidaten gibt mit einer Idee. Die steht nämlich zusammen mit ihrem Namen hinter ihrem Kreis, wo man sie ankreuzen kann. Da steht also nicht nur der Name und die Partei wie bei den anderen, sondern da steht wirklich Brigitte Vollmer gemeinsam mit der Russischen Föderation zum Friedensvertrag Deutschland raus aus der NATO. Also, das wäre doch mal was. Aber wie gesagt, das werden die Leute wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann erst beim Wählen sehen. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir vergangenes Mal wegen der Olympiageschichte die Briefwahlunterlagen zuschicken lassen. Und das habe ich diesmal wieder gemacht. Und da gucke ich jetzt mal in Ruhe drauf, wer da sich noch so tummelt. Vielleicht gibt es ja auch in meinem Wahlbezirk jemanden, der sich direkt aufgestellt hat. Das wäre natürlich interessant, das würde ich dann auf jeden Fall auch publik machen und mit den Menschen würde ich mich auch mal in Verbindung setzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe keine Lust auf Parteien, ich möchte, dass irgendwelche Menschen mit Ideen mal was zu sagen haben. Wäre doch total verrückt, wenn im Bundestag nachher bloß noch irgendwelche Einzelkandidaten sitzen. Das würde uns allen gut tun, glaube ich. Also, guckt mal drauf, lasst euch eure Briefwahlunterlagen schicken und ja, wenn ihr da jemanden findet und wenn ihr den persönlich kennenlernen könnt, wäre doch mal eine ganz andere Sache als dieses ewige, komische, 6 große Parteiengeplänkel, was wir hier im Moment schon seit vielen Jahren haben. Keine Zeit mehr. In dem Titel war auch noch was, dass Deutschland an erster Stelle steht. Deutschland steht sehr oft an erster Stelle, aber nicht unbedingt an Sachen, was den Menschen gut tut. Sondern ja, ich lese gerade wieder was, was mir nicht ganz gut tut, aber was wichtig ist für mich. Ich arbeite ja in der Pflege, ihr wisst das ja. Matthias Töns, Patient ohne Verfügung. Das Geschäft mit dem Lebensende. Erlebe ich leider in den Pflegeeinrichtungen ziemlich intensiv, wie viele da noch ins Krankenhaus gebracht werden, wie viele da noch irgendwie operiert werden, wie viele da noch an irgendwelchen Maschinen und Zeug hängen, ewig lange. Und das ganz normale, ja, im Prinzip palliativ unterstützte, schmerzfreie Hinüberschlafen wird kaum noch einem Menschen vergönnt. Es sollen mittlerweile schon über 50% der Menschen in Krankenhäusern sterben. Also Leute, wir müssen da wirklich uns über diese Sache auch mal irgendwie eine Meinung bilden. Deutschland steht nämlich auch an erster Stelle an diesen ganzen Behandlungen, Operationen am Herzen, diese ganze Spezialtechnik für alles Mögliche, Beatmung und Zeug, da stehen wir überall. Nirgendwo wird so viel operiert wie bei uns hier. Ja, da gibt es ganz krasse Sachen, dass in Hamburg so viele Katheter gemacht werden wie in ganz Italien zum Beispiel. Also das sind doch Sachen, da muss man doch mal irgendwie diese Lamm-Mentalität ablegen, lass andere mal machen und mal sehen, wo man selber jemanden kennenlernt, der irgendwas macht, was man gut findet und den unterstützen. In diesem Sinne danke ich euch.